Servus Leute, ich begrüße einen neuen Tag von mir. Ich wurde nicht getaggt, aber ich. Doch, ich wurde getaggt, nein, nicht direkt getaggt. Aber den Tag gibt es. Ich fühlte mich mal getaggt, deswegen. Und zwar geht es um den Tag 5 Bücher, die ich verfilmt haben möchte. Und ich fange dabei ohne Umwelt-Umschweife an, habe mir 5 Bücher rausgesucht, die ich gerne verfilmt haben möchte. Natürlich sollte es zuerst an jemanden schon gelegen hat. Selbstverständlich. Und das erste Buch ist auch gleichzeitig mein. Eines meiner Lieblingsbücher, nämlich von Sebastian Zizek, der Augensammler. Ein Psychothriller des Bestseller-Autors, und ich möchte dieses Buch gerne verfilmen sehen. Es ist nämlich ein sehr spannender Thriller. Von Sebastian Fitze wurde ja jetzt bereits Das Kind verfilmt und Der Seelenbrecher läuft auf einer Bühne als Theater, soweit ich es irgendwo mit bin. Und ja, dieses Buch würde ich auch gerne verfilmt sehen. Weil die Geschichte ziemlich spannend ist. Das ist schon auch unser mein erstes Buch, das ich gerne verfilmt hätte. Dann mein zweites Lieblingsbuch, das ich gerne verfilmt hätte, ist von Rainer Beckwert, Das Labyrinth der Wacht. Dieses Buch hat mir unfassbar gut gefallen und wäre bestimmt ein sehr, sehr guter Film. Zu dem Buch habe ich auch eine Rezension gedreht, die verlinke ich euch mal unten in der Infobeschreibung. Könnt ihr gerne meine Meinung hören. Und ja, ich freue mich schon auf die nächsten 2 Folgebände. Der zweite ist ja bereits erschienen, auf den warte ich noch. Was heißt, warte ich noch? Ich wünsche mir und hoffe, dass ich ihn aus meinem Gucken vielleicht irgendwo geschenkt bekomme. Wenn nicht, dann kaufe ich ihn mir selber. Aber dieses Buch wäre auch toll verfilmt. Dann das nächste Buch. Ich habe mir eigentlich nur große Bücher ausgesucht. Zu dem nächsten Buch gibt es bereits auch eine Rezension, nämlich von Wood Elliott Hölle. Die Geschichte um den Pilo-Zirkus und um die Clowns. Eine Horrorvorstellung für die meisten Leser. Clowns, weil sie die meisten sogar Angst vor Clowns haben. Und die Geschichte dreht sich um den Pilo-Zirkus und Clowns. Und ich fand das Buch auch richtig klasse. Auch teilweise ziemlich witzig. Und ich könnte mir das auch gut als Film vorstellen. Oder auch als Serie vielleicht. Also auch dieses Buch wäre ein toller Film. Oder eine tolle Serie vielleicht. Eine Serie um den Pilzirkus. Wäre auch nicht schlecht. Dann ein Buch, das ich erst zu Ende gelesen habe. Und auch in einem Zugänge-Video erwähnt habe, von dem es schon 6 oder 7 Teile gibt, nämlich von Guy Dudley Pleasant. Der erste Teil, Der Gentleman mit der Feuerhand, von Derek Landy, hat mir auch gut gefallen, und der zweite ebenfalls. Den zweiten habe ich mal in der Hauptschule gelesen, unbewusst, dass es der zweite ist. Und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und könnte mir auch sehr, sehr gut als Serie vorstellen. Oder als Film. Aber eher als Serie, da es mehrere Teile sind. Könnte ich mir gut als Serie im TV vorstellen. Und dann das letzte Buch, das ich momentan aber noch lese. Aber es mir bisher so gut gefällt, dass ich es mir auch gut als Film vorstellen kann. Habe ich auch schon erwähnt,
von meinem Lesemonat, Neuerscheinungsvideo, nämlich von Derek Meister. Oder Meister. Ghost Hunter, das Licht, das tötet. Würde ich sehr, sehr spannend finden als Buch. Vor allem die Umsetzung der Geister, wie sie sich das vorstellen würden. Und an sich die Geschichte an sich. Würde es mich sehr, sehr interessieren, wie die Umsetzung zu diesem Buch wäre. Wie gesagt, bin auch momentan am Lesen. Sind gerade bei Seite 135. Ja, Seite 135. Bin schon gespannt, wie es weitergehen wird. Das waren nun meine 5 Bücher, die ich gerne verfilmt sehen würde. Ich zeige jetzt niemanden, aber ihr könnt mir mal gerne mitteilen, welche 5 Bücher ihr gerne verfilmt haben möchtet. Würde mich sehr, sehr interessieren. Ich hatte ja nicht sehr viel Auswahl, weil ich die meisten Bücher, die ich gelesen habe, schon wieder weggegeben habe. Und deswegen habe ich nicht mehr so viele zur Auswahl. Und die meisten meiner Regale sind ungelesene. Deswegen habe ich mich mal für diese 5 Bücher entschieden. Auch meine 5 größten Bücher eigentlich im Bücherregal. Und ja, teilt mir mit, welche eure 5 Traumverfilmungsbücher wären. Würde mich sehr interessieren. Könnt auch gerne eine Videoantwort schreiben oder erwähnen, dass ihr ein Video dazu gedreht habt. Wäre mich sehr interessieren. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Video. Tschüss.